Tag auch. Ich befinde mich heute wieder außerhalb und ich werde doof angeguckt. Es geht heute um den Kindheitstag. Guck mal so. Und ja, meine Mama hat sich bereit erklärt, da mich zu unterstützen. Die stimmt nicht. Die verrollt gerade die Augen. Die hat eigentlich gar keinen Bock, aber ihr bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Ich wurde von der Sandy getaggt. Der Link ist in der Infobox. Und es sind 7 Fragen. Weil ich mache das mit meiner Mama, weil ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Und ja, ich bin alt. Und rostig. Und die Mama ist grau. Also, Mama, erste Frage. Bist du bereit? Nein. Die Mama möchte übrigens nicht gezeigt werden, deswegen sitzt sie da. Bist du jetzt bereit? Nein. Und jetzt? Nein. Okay, erste Frage. Was war mein Lieblingsgetränk? Du bist so ekelhaft, ey. War so. Die hat mit ihren Möpsen rumgeschakert. Die sagt, hat Muttermilch mein Lieblingsgetränk. Nee, jetzt sag mal ehrlich. Überleg dir mal. Tee. Was für ein Tee? Streng dich jetzt mal an hier. Ja, in welchem Alter? Das ist egal, als Kind. Ich erzähle Kindheit bis zum 12. Lebensjahr oder so. Ja gut, da hast du nur Tee gekriegt und Wasser. Tee und Wasser. Okay. Zweite Frage, mein Lieblingsessen. Ich kann dir sagen, was du nicht wolltest. Kein Käse, keine Wurst, keine Eier, kein Quark. Keine Leberwurst oder Streichsorte. Du warst einfach nur grausam. Also vieles hat sich aber bis heute festgesetzt, ne? Aber Quark esse ich mittlerweile. Und was war, gibt es irgendwas, was ich ganz besonders gerne gegessen habe? Egal was es ist. Mir würde spontan Eis einfallen. Ja gut, das auch. Aber ich gehe ja jetzt von, wo du größer bist, musst du ja selber wissen. Wo du kleiner warst, hast du halt sehr gerne Dings gegessen. So Müsli mit Banane und sowas. So was Gesundes habe ich gegessen? Ja. Gottes Willen. Okay, nächste Frage. Mein Lieblings... Oh Gott, jetzt wird's hässlich. Haltet euch fest, jetzt kommt's. Mein Lieblingsspielzeug. Hayai bei dai. Du musst das auch übersetzen. Naja, du konntest ja noch nicht sprechen. Und wenn was gewackelt hat, dann hast du gesagt, hayai. Und deine Schaukel, hayai. Und als die Schaukel mal kaputt war, hast du gesagt, hayai badai, also Schaukel kaputt. Schaukel kaputt. Ja, und dann war noch Puppi die kaputte, die berühmte. Ey, sag das denen nicht, die denken jetzt voll an, ich habe eine super hässliches Ding mit quietschblauen Haaren und wo sie zuletzt nur noch mit dem abgerissenen Kopf rumgelaufen ist. Peinlich. Bis ich ihn versteckt habe und ihn in der Brotdose noch weitere 5 Jahre aufgehoben. Ey, das war so schlimm, weißt du? Du bist gerade so groß geworden, dass du gerade mal da oben rankommst, machst es auf und dann kommt dir auf einmal so ein Kopf entgegen. Ich so, Ich weiß nur, dass ich daran geschnüffelt habe bis zum Umfall. Bisschen ekelhaft die Sache, aber ja, pure Wahrheit. Du standst halt auf Latex. Toll, super. Danke, Mama. Das ist jetzt ein gefundenes Fressen für die, wieder, wo sie kommentieren dürfen, ja? Gut, dann nächste Frage. Lieblingsserie? Kyoshi oder Kuushi, alles was japanisch sich angehört ja, hat. Ja, das habe ich gerne, gerne geguckt. Und als Baba, ich der Elefant. Baba, der Elefant. Ich verlinke euch mal ein Video zum Baba, den Elefant. Vielleicht kennt das einer von euch noch. Ich habe das letztens auf YouTube gefunden. Total cool. Dann Lieblingsfilme. Pokémon? Was? Pokémon? Mama, ein Film, keine Serie. Das weiß ich nicht. Du hast uns doch jeden Abend was angemacht. Jetzt streng mal deinen Kopf an. Ja gut, die ganzen Disney-Filme habt ihr geguckt. Ja, und was war davon mein Lieblingsfilm? Cinderella. Was? Oder Schneewittchen, ich weiß es nicht. Ja, das war, kennst du mich? Gummibärchen. Den Film gibt's gar nicht. Du bist so. Also, wenn ich mich selber fragen würde, was mein Lieblingsfilm war? Ich bin alt und grau und rostig. Scheiß Tag heute. Okay, sechstens. Lieblingsrituale. Man sieht nichts. Lieblingsrituale. Auf dem Toilettenstuhl vorm vollen Fernseher zu sitzen, die Puppe die kaputte in der Hand und mit dem Zopf die Nase killern. Bist du bescheuert? So was kannst du doch nicht sagen. Lass dir mal wenigstens was Gescheites einfallen. Das warst du. Nee, oder? Nur.
habe ich ein Lieblingsritual gehabt? Ja, das war das. Ich fand das immer schön, abends noch einen Film gucken zu dürfen im Bett. Weißt du? Das war dein Ritual zum Einschlafen. Entweder mit einer Windel oder mit dieser. Mit einer sauberen Windel, oder? Also mit. Du meinst mit Windel nicht, was man anzieht, sondern so eine Art Schnuffeltuch, so ein Schnuffeltuch. Die denken hier, was ich mir in die Nase gehoben habe, weißt du? Okay, letzte Frage. Eine prägnante Erinnerung. Irgendwas, was dir tief im Gedächtnis geblieben ist. Das kann ich nicht sagen. Sag's mal, vielleicht kann ich es doch rausschneiden, wenn es nicht ist. Nein, ich will es nur mal wissen. Nein, das geht nicht. Ich kann es rausschneiden, wenn es jetzt nichts ist. Das geht nicht. Sandra, sag mal Flugzeug. Lokos. Was? Nein, nicht Lokos. Du sollst Flugzeug sagen. Lokos. Nein, Sandra. Sag mal Flugzeug. Lokos. Einige Zeit später, der Opa wollte von dir wissen, am Himmel, Sandra, was ist das? Er wollte den Leuten zeigen, dass sie ein fliegendes Klo sieht. Fliegendes Klo. Und was macht Sandra? Sandra sagt zum ersten Mal in ihrem Leben, Flugzeug. Und Opa war blamiert. Ich kann mich auch an was erinnern. Das ist mir bis heute ganz tief im Gedächtnis geblieben. Kennst du noch den Hügel, wo früher der Edeka war? Ging es doch so ganz steil rauf, ja, wo man runterfahren konnte. Nee. Wo der Edeka war, da war doch eine Kreuzung. Hier war Edeka, so. Und da ging es hoch zu einem anderen Spielplatz. Und ich bin da mal runtergefahren mit Inlinern und ich habe mich so auf die Fresse fallen lassen. Meine ganzen Knie waren aufgeschürft. Da kann ich mich heute noch dran erinnern. Ich konnte nicht bremsen. Ich wusste nicht, wie es geht. Weißt du auch noch, wie du in den Graben gefahren bist mit dem Schlitten? Nee, Mama, das warst du mit da. Nee, wir sind gegen den Zaun gefahren. Aber ja, aber ich bin nie in den Graben. Daran kann ich mich nicht erinnern, wenn es so ist. Aber ich glaube nicht, dass ich das war. Ich glaube, das war Dana. Dana durfte nicht alleine fahren, die war zu klein. Haben wir noch was im Petto? Ich kann mich auch nur noch erinnern, dass mit dem Vorfall mit dem Blindern, wo mich dann vier kleine Kindergartenkinder auf so einen kleinen Fahrrad zu dir geschoben haben. Hatte ich eine Blinddarmentzündung, dann konnte ich mich nicht mehr bewegen. Haben die mich vom Spielplatz mit so einem kleinen Fahrrad nach Hause gebracht. Herr Doktor, bin ich schwanger? Liegt auf dem Untersuchungstisch, kriegt Ultraschall gemacht. Und er sagt, guck, das ist dein Bauch. Und sie, Mama, bin ich jetzt schwanger? Mit 9 Jahren. Ja. Heute ist alles möglich. Heute ist das gar nicht mehr so unüblich. Cool. Naja, ansonsten, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Warte mal, haben wir noch eine Frage? Haben wir noch eine Frage? Nee. Okay, gut, dann war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Beantworten, liebe bitte, Mami. Bitte. Die war nur, dass das wissen muss. Ich muss hier diesen Betrag überweisen dafür, dass er da mitgemacht hat. Ich mach das nicht freiwillig. Jetzt ist noch die Zeit, wo ich jemanden taggen muss, gell? Schatz, fällt dir jemand ein, wo ich taggen kann? Nein? Warte mal, ich tagge... Wen kennt ihr denn noch nicht? Ich tagge... Sagen wir mal 3 Leute. Ich tagge den Davy X21, den kennt ihr schon, aber egal. Mama Tier 4 und ich tagge Patricia Page. Fertig. So. Ihr müsst mitmachen, ihr habt keine andere Wahl. Patrick? Moment! Also ich habe gedacht, ihr habt da vielleicht ein bisschen mehr was von. So könnte ich euch ja was weiß ich erzählen. Naja. Und jetzt hat sie euch halt die tiefsten Geheimnisse von mir erzählt aus meiner prägnanten Kindheit. Also dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.